Ruhe im Frieden. Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Blaue Edition. Im letzten Part sind wir in Lavendia City angekommen und sind jetzt in den so gesendeten Wahrzeichen betreten. Der Pokémon-Turm. Und da ist nicht positiv, sondern total negativ, weil hier wohnen die verstorbene Pokémon. Und wer bist du denn? Selbst wir können einwilligen Geistern nicht identifizieren. Man benötigt das Sith-Scope, um sie zu erkennen. Ja, habe ich aber keine. Und nie von diesen Dingen gehört. Alles klar. Dann bist du ein Gegner? Ja, du bist ein Gegner. Was? Weil das Geistersprache? Ich kapiere es nicht. Ein neues Pokémon, Nebulak. Und dieses Pokémon ist nervig. Ja, super. Und das war auch einer der besten Beispiele. Er hat mich mit diesen Attacke paralysiert. Nachtnebel, es ist einfach ein richtig starker Angriff. Oh mein Gott. Ja, der ist weg. Schön. Ja, ich hatte gerade noch Glück gehabt, denn ja, ich habe aber Paralyse. Exorzisten wurde besiegt. Ich wurde erlöst. Ja, jetzt kannst du Deutsch sprechen. Das Hilfskorb kann Geister identifizieren. Schön. Fluchtseil. Ah, ist toll. Hätte ich mal ein paar sparen sollen. Und wer ist das denn? Geist taucht auf. Mist, dieser Geist ist nicht identifizierbar. Los, Nervensäge. Also Nervensäge. Was kann man gegen den Geist machen? Er schaut noch richtig schaurig aus. Setzt Konfusion ein. Hau ab! Verschwende! Nervensäge kann sich vor Angst nicht bewegen. Was? Ja, jetzt komm! Dein Ernst? Du kannst nichts gegen sowas machen, der nur hau ab, verschwinde sagt. Und ich dachte, du verstehst die deutsche Sprache nicht. Oder der Geist. Ja komm, mach doch endlich! Bitte! Bitte! Anscheinend hat er wohl keine Lust, deswegen packe ich mal jetzt Sonny aus. Vielleicht ist er cool genug, um ihn zu besiegen. Sag schon wieder, hau ab. Nee, ich verschwinde nicht von dem Turm. Sonny kann sich vor Angst nicht. Boah! Sag mal, das ist ja so ein Teufelskreis. Es geht ja immer weiter. Der sagt nur, hau ab und du machst nix. So. Jetzt töte ihn doch mal! Okay, letzte Chance, Cooper. Ich hoffe, du machst etwas. Okay. Dann halt noch Blubstrahl. Alles klar. Aber flüchten kann ich, ja super. So sind die Geister nur doch nur zum Nerven da. Und du? Was sind das für Besessene in diesen Irrenanstalt? Exorzistin. Und du hast einen Nebulak. Super. Mach mal diesmal Schlaf, Bruder. Und der ist auch noch schneller. Was wollte ich vorhin machen? Ich wollte Schlafbruder machen. Ah, ja, super. Ja, es geht durch. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass er lange schläft. Okay, erste Runde. Erster Treffer. Oh je, ich glaube, ich muss dreimal treffen. Nein! Zweite Runde. Zweiter Treffer. Nee, ich kann nicht. Ich habe keine Eier. Sonny, bitte mach den Rest. Nebel ist, glaube ich, normal, aber trotzdem so stark. Boah,
Donnerblitz. Ja komm, jetzt hör auf. Du kriegst den Donnerblitz. Mhm, Exorzistin. Und, was mache ich denn hier? Du hast gegen mich gekämpft, Expertin. Tut mir leid, ich war besessen. Beste Ausrede. Verschwinde, böser Geist. Ich bin ein Mensch, nicht transparierbar. Lass mich raten, du hast einen Nebulak. Hat jeder nur einen Nebulak? Okay, ich glaube, es gibt tatsächlich nur eine Geisterfamilie. Kung-Fu-Strahlen. Oh je. Yeah. Nein, bring dich nicht jetzt selbst um. Super, Ida, wie baue dich mal? Verdammt! Er paralysiert ihn jetzt nicht. Ich mache den Blumen und den Strahl. Und es wird hervorragend, bis der Kung-Fu-Strahl kommt. Dann wechsle ich Hadim zu Sonny. Selbst wenn er angeschlagen ist. Und dann macht er bestimmt. Ja, wieder Schlecker. Dann mache ich den Sonnenblitz. Ach, Nachtnebel. Ja, wie viel zieht es bei Sonny ab? Das zieht 32 ab. Konfusstrahl. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bin zwar besiegt, aber ich glaube, ich muss noch mal zurück zum Pokémon Center. Ich meine, das, was ich trage, sind nur Verletzten. Und Mauzi kann nichts gegen die tun. Also, normale Attacken wirken bei Geist gar nicht. Puh, der Geist ist verschwunden. Ich bin immer noch ein Mensch. Auch meine Freunde waren besessen. Welche Freunde? Die in dieser Etage oder weitere? Oder deine Ex-Freunde? Hallo? Naja. Wir sind bald wieder auf dem Turm, okay? Gut. Ach, und übrigens, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wo ich nach dem Pokémon-Turm als nächstes hingehe. Entweder nach links. Huch, ja. Bin ich schon gegangen, aber richtig rein. Oder nach da unten. Ihr könnt es mal selbst in die Kommentare schreiben, weil links und unten, da warten meine letzten beiden Teamkameraden. Also, wird mal freundlich, eine Entscheidung zu treffen. Vielen Dank. Wir sind auch hier in dem Turm. Nächste Etage. Lass mich raten, du machst. Ich verfluche dich. Nee, Gott kann gar nicht auf mich fluchen, weil es gibt keinen Gott. Exorzisten, was hast du? Ein Nebulak. Was denn sonst? Schlafpuder. Das hat ja wunderbar geklappt. Und Konfusion. Ja, ja, Nervensiege lernt bald noch eine bessere Attacke als nur Konfusion. Das kann ich euch garantieren. Eine etwas stärkere, glaube ich. Yay, Level 28. Und es kommt ein Nebulak. Alles klar. Nebulak. Luck habt ihr zwar nicht, aber egal. Oh, aber das war mein Luck. Haha. Exorzistin, und du sagst, was ist passiert? Du hast auf mich geflucht. Wegen, keine Ahnung. Wir können die Identität der Geister nicht ermitteln. Na schön. Ja, nicht schön für euch, aber ich weiß gar nicht. Und da ist ja ein weiterer von dieser Sorte. Das Level 22 heißt Geist. Und wir können den nicht bekämpfen. Super, da noch ein Fehler verursacht. Gut. Item, Aufwecker. Oh, hier ist ja noch eine.
Komm, hol den erstmal. Und KP Plus. Ah, das ist gut, KP Plus. Und ich wollte gerade gehen. Hallo Geist. Ich weiß, Mist, Scheiße, Kackaufen. Kann aber nichts. Und wer bist du? Lass mich in Ruhe. Oh je. Was ist bloß mit den Leuten los hier? Die waren wohl zu lange hier. Wie wär's zum Beispiel was anderes machen, wie zum Beispiel einfach zu Hause sitzen? Das hätte bestimmt jedem geholfen. Boah, Nachtnebel ist so stark. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Da hatte ich auch mal überlegt, ob ich im Nebulok ein Steam-Mitglied haben will, aber aus zwei Gründen nicht, weil aus einem. Wer? Was? Wo? Weil. Ja, erstens zu spät zu kriegen ist und zweitens die letzte Entwicklungsstufe nicht für mich möglich ist. Mögen die verlorenen Seelen der Pokémon in Frieden ruhen. Ah, das ist endlich mal eine etwas entspanntere Dame. Ein Geist, nein! Ich bin nicht transpirierbar, ihr dummen Kühe. Guck mal doch deine Haare an. Die sehen so scheiße aus. Und was hältst du denn da übrigens? Es ist so eine Art. Was ist das? Ich sag einfach mal Kreuz. Ja. Kreuz. Schlafpuder. Hat keine Wirkung. Konfusstrahl. Dann gebe ich mal Sonny die Chance, etwas zu machen. Das macht er bestimmt jetzt Schlecker. Ja, kannst mich am Hintern schlecken. Ah, nach Nebel. Oh, ich hätte vielleicht seinen Angriff gesunken mit Heuler. Hey, wer weiß. Schlecker. Oh, reicht es übrigens 3? Oder muss ich noch. Oh. Mit einem Nebel. Boah, und echt jetzt? Es sind nur 2, Gottverdammte. Nein. Oh yeah. Was ist denn hier los? Nein. Ich guck nicht hin. Ich weiß schon, was da kam. Entschuldigung. Verblechen. Warum gibt's hier nur Nebulax? Ja, natürlich schon Konfusion. Denn ich muss sie überhaupt treffen. Exorzistin. Wohin ist der Geist gegangen? Er ist in meinen Körper, verdammt nochmal. Ich bin sicher, ich träume das alles nur. Nein, ich bin der Champion. Noch nicht, aber. Es ist so nervig mit den Geistern. Ist doch geisteskrank, dass alles die Frauen alles. Komm her, mein Junge. Ich habe diese Stelle mit weißer Magie versiegelt. Du kannst dich ausruhen. Echt? Bis er einen geschützten Bereich betreten. Mixers Pokémon würden geheilt. Was, echt? Cool. Jetzt brauche ich nicht mehr in den Pokémon Center zu gehen. Aber ich will hier auch nicht leben. Also, Pokémon Center liegt gut. Sogar sehr wahrscheinlich. Herrensee, Flucht. Ist das nur ein Kampf oder gibt es ein verstecktes Item? Es geht kein. Entkommen! Ja. Genau, ihr seid geistesbesessen. Normalerweise müssen die Besessene auf dem Boden liegen und leiden. Nein, stattdessen kämpfen sie einfach mit irgendwelchen fremden Leuten. Wie zum Beispiel nur mit Nebulak. Das ist ja wirklich geisteskrank. Ich meine, die benutzen ja nur Nebulaks.
Warum denn nur Nebulak? Es gibt ja auch andere Geister-Pokémon. Wenn ich bitten darf. Echt jetzt? Exorcistin? Welch ein Albtraum. Ja. Ich war verhext. Ja genau, beste Ausrede. Ich wollte doch nur ein Item suchen. Ich meine, es kann doch gar nicht sein, dass ihr hier alleine in der Ecke sitzt ohne ein Item. Das ist nicht möglich. So. Okay, offensichtlich doch. Ah! Jetzt nerven sie mich aber wirklich. Ja, nicht identifizierbar, bla bla bla. Soll ich echt noch die Schritte nutzen? Für die Heilung? Ja, mache ich einfach mal. Richtig geil. Jetzt habe ich eine. So gesehen im Pokémon Center in der Ecke. Gib mir deine Seele! Die werden ja immer wahnsinniger! Oh, neues Pokémon. Apollo. Die weiterentwickelt von Nebulak. Na, endlich! Der erste und zweite Stock waren ja nur Nebulak, jetzt kommt Apollo. Und der sieht richtig gefährlich aus. Kurz nur ein paar Farben. Super, ich kann. Nervensieg ist meine einzige Hoffnung. Ach, nochmal Konfusstrahl. Ja, braucht sogar noch länger, den zu besiegen. Nachtnebel, nein. Und ich glaube, der Apollo ist ja. Der ist stärker. Ja, und ich treffe ihn noch einmal. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Nein. Ist nicht mehr verwirrt. Super. Geschafft. Boah. Zum ersten Mal ein stärkeren Pokémon. Level 29. Ich kann ja nur mit Nervensäge kämpfen. Alle anderen sind ja nix. Besonders Moneymaker jetzt. Puh. Etwas muss von mir Besitz ergriffen haben. Ja, deine Gedanken. Du denkst, dass du träumst, wie jeder andere. Trotzdem ist es so real. Zum. Ihr seid Ehre! Ihr könnt von mir aus auch gerne Vampir nennen. Oh nein. Den habe ich auch noch verwirrt gemacht. Ja, verwirrt ist jeder dumme Kuh in dieses Gebäude. Jetzt weiß ich selbst nicht, ob die Göre oder die Exor. Wie heißt sie nochmal? Exorcistin noch schlimmer ist. Also welche von denen schlimmer ist? Was? Ja, ich bin kein Zombie. Ich fress nur deinen Arm. So langsam komme ich wieder zu Sinne. Wenn du das meinst. Ach, hier ist ja noch eine. Oh. Diese ganze Gehirnfüll gehen mir langsam auf den Sack. Und die sind auch noch so an der Levels. Nugget! Boah, Nugget! Cha-ching! Und nur noch du. Ich reinige eure. Buh! Was ist das? Ich kann auch jemand mal ein normales Dialog machen und nicht einen, der gleich wirklich jeden Spieler ausrasten lässt. Zumindest hat es in Apollo. Super, du triffst ja nicht mal mit einem Schlafpuder. Ich gebe dir noch eine Chance. Danke. Schön, dass du schläfst. Möchte ich ja auch. Konfusion. Du bildest das nur alles ein. Also schlaf weiter. Mein Süßer. Tschüss. Exorcistin, das war knapp. Das war knapp. Trotz meiner Erfahrung bin ich dem Bösen verfallen.
Ich glaube, es wäre ein perfekter Moment, den Part mal zu cutten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der besseren Frauen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.